Ja, da ist ein HMG. So, drainen wollen wir natürlich auch. Und immer noch hört sich das Feuer an wie so merkwürdige Spinnenfüßchen. So, hier ist alles nachgeladen. Alles klar, okay. Gehen wir erstmal hier lang. So, okay. Das Ding haut auf jeden Fall ordentlich rein. Das HMG, das gefällt mir schon. Ich habe erst zweimal damit geschossen. Wunderbar. So. Starten wir mal den Generator. Gucken, was uns das so bringt. Ich hoffe nur Vorteile. Das nenne ich nicht unbedingt Vorteil. So, den ersten haben wir. Da ist aber noch einer gewesen. Der hat sich hier vorne festgepackt. Schrei doch nicht so hoch. Hat seinen Kumpel mitgebracht. Zack. Alter, Fatalo. Kommt aber auch echt ein Gegneraufgebot. Das ist, das kennt kein zweites. Das sage ich euch aber. Also gegnertechnisch hat man hier echt alle Hände voll zu tun. Kommt ja dauerhaft was Neues reingeschissen. So, hier können wir auf jeden Fall nicht mehr zurück. Gerade ein Stück runter. So. Zwei auf einen Streich. Den mussten wir jetzt leider erschießen. Scheiße. Wollte nie Spaß, wie das geht. Ich weiß nicht, ob es was bringt, das so zu spammen oder lieber immer ein bisschen zu warten. Ich glaube, das Warten ist schon echt besser. So, wobei ich auf diese Weise konnte ich die natürlich jetzt schön weit weghalten. So. Hier ist er vorhin hochgelatscht. Das heißt, hier mussten wir sowieso lang auf jeden Fall. Oh, oh. Da hinten ist wieder irgendeiner, der am Anwenden war. So. Alter. Und der hat da irgendwas in die Luft gesprengt. So, okay, den haben wir auch erledigt. Wunderbar. Ist gar nicht so einfach, wie gesagt, ey. Okay. Wir müssen jetzt scheinbar da diesen Überlebenden folgen. Ich hoffe, den erreichen wir auch überhaupt mal. Er scheint uns ja ganz schön zackig wegzurennen. So, rennen können wir natürlich auch noch, weiß ich noch. Machen wir mal das. Ach, guck mal. Turn right. Nochmal turn right. Das funktioniert anscheinend. So. Jetzt sieht es so aus, als wäre es sinnvoll. Ah ne, wir müssen wahrscheinlich, oder? Müssen wir den Zug da bewegen hier, den? Ich könnte es mir vorstellen, den da müssen wir bestimmt bewegen. Oder? Keine Ahnung, gehen wir erstmal hier runter und schauen mal nach, ob wir den Survivor da unten überhaupt erreichen. Oder ob der sich jetzt schon wieder sonst wohin verkrochen hat. Achso, ich glaube, wir müssen selber über die Brücke, um da hinten hinzukommen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Hier können wir uns wieder nicht drainen. Drainen? Komisches Wort eigentlich. Ah, wir müssen dort hinten hin, sehe ich gerade. Alter, sind da hinten viele. Können wir schon mal bequem abschießen, solange sie uns nichts können. Ne? Jetzt wieder große Schnauze haben. Wenn die schön auf der anderen Seite sind und uns gar nicht erreichen können. So. Lalala. Pam. Und nochmal, komm. Okay, da kommt ja auch kaum was an, muss man jetzt sagen. Ich nehme mal kurz hier nochmal die Steuerung vor und schau mir mal an, ob ich das nicht doch so rumkriege, wie ich brauche. Das heißt, eine Stufe noch. So, und jetzt kommen uns bestimmt gleich die Viecher hier rüber. So, okay, ein bisschen höher, damit wir sie auch überhaupt treffen. Noch höher. Pom.
Puppen. Alter. Die Dinger, das sieht richtig geil aus, wie die Teile fliegen. Aber es ist nicht so effektiv auf der Entfernung, das ist natürlich klar. So, und jetzt könnten wir die doch theoretisch voll verarschen. Okay. Die bleiben direkt stehen. So, puff. Warten wir einfach mal, dass noch mehr hier auf die Brücke kommen. So, jetzt sind alle auf der Brücke. Und jetzt machen wir nämlich Folgendes. Wir drehen die uns einfach ein bisschen weg. So, am besten noch eine Stufe. So, und jetzt können die uns nicht mehr erreichen. Und sind natürlich schön am Arsch. Da können wir die nämlich hier ganz bequem abfrühstücken. Denn die können uns ja jetzt nichts mehr. So. Das ist der erste. Da hinten haben wir jetzt eine ganze Horde. Die müssen wir natürlich auch noch irgendwie malträtieren. So, pam. Ja, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, so dermaßen die Gegner zu verarschen und die, ich sag mal, in Anführungszeichen, Dummheit der KI auszunutzen. Das war jetzt natürlich programmiertes Mal, sag ich mal, ganz fein. Da hat wohl einer bei der KI einfach nicht aufgepasst. Ist natürlich jetzt schön mit aufgerannt. Das ist jetzt bequem für uns. Wie geil, Alter. Alter. Bam, bam. Das sieht so cool aus. Wenn das so ganz viel schießt, dann ist das echt, Alter. Puh. So, okay. Den haben wir angehittet. Dem fehlt auch nicht mehr viel. Dann mal gleich. Moment. So, nochmal gut zielen und Feuer. Jawohl. Haben wir den erledigt. Okay, so. Haben wir die ganzen Gegner von da drüben schon mal ganz easy weggeschossen. Das heißt, die werden uns gleich nicht mehr gefährlich werden können. Und wir können uns hier entspannt... warte mal, in die Richtung. Und das sah gerade irgendwie sehr buggy aus. Ist wahrscheinlich... Ach so, ja, natürlich. Ich habe übrigens noch einen Bug gefunden. Wenn man das ausnutzt, dass die Brücke so schön steht, dann... bleiben leider die Monster ein bisschen auf der Strecke. Wortwörtlich. So, wahrscheinlich schweben jetzt ein bisschen in der Luft. Ja, die schweben jetzt ein bisschen in der Luft rum, aber das soll mich mal nicht stören. Ich hoffe nur, das Spiel stört sich nicht gleich zu sehr daran. Und schmiert irgendwie ab oder so ein Mist. Jetzt eigentlich auch von denen... Ach, da kommt noch einer. Ach, sogar mehr als einer. Oh, viel mehr als einer. Aber egal, das kann Feind sein. So. Die haben wir alle weggesnackt. Gar kein Problem. Aber den drehen wir jetzt mal. Einfach, dass wir ein bisschen Lebensenergie wieder haben. Das bisschen fehlt uns zwar nur, aber das habe ich lieber, als es nicht zu haben. Sicher ist sicher. Gerade hier merke ich das, Alter, ey. Das geht gar nicht. Wenn man hier nicht auf Nummer sicher spielt, dann hat man eigentlich auch schon verloren. Ich glaube, so funktioniert das ganz gut, wenn man die ein bisschen, höchstens mal so ein bisschen wegschießt, dass sie einem nicht mehr direkt hinterher rennen, aber dann immer mit dem, mit der Schrapnelle hier arbeitet, dann ist das, glaube ich, gar nicht so uneffektiv. Oje, was war das? Hat irgendwas gehört? Ich weiß nicht genau, was es war. Den Kollegen snacken wir natürlich auch weg. Hier können wir jetzt noch nichts sehen, okay. Oder war da einer? Ich glaube nicht, nein. Nein, da ist keiner, okay. Dann können wir einmal hier runter. So. Er hat sich ja jetzt mehr als angekündigt. Konnten wir den auch mal easy wegsnacken. Hier ist was. So, okay. Die haben wir auch erledigt. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal, inwiefern wir hier vorwärts kommen. Oh, Alter. So. Okay, die haben mich gerade ein bisschen überrascht, aber
kriegen wir hin. Alles kein Problem. Alles eine Frage des Weglaufens. Des taktischen Wartens. Das geht natürlich auch. Kann man jetzt hier beliebig einsetzen. So, pam. Alter, jetzt. Getroffen jetzt. Boah, von oben runterspringen ist aber nicht nett. So, okay. Ah gut, minimaler Munitionsaufwand. Ich würde mir echt gern die Muni nämlich immer möglichst sparen für die Typen, die auch zurückschießen. Also wenigstens nicht, sondern wesentlich schlimmer als die kleinen Viecher hier. Die sind ja eigentlich mehr lustig. Beide Horden. Natürlich auch schon ganz schön nervig. So, okay. Vielleicht sollte ich einfach mal die Waffe nehmen, wenn ich eh nur aufhalten will. So ein bisschen, dann geht das eigentlich. So, auch immer dasselbe. Gehst vor, da kommen Viecher. Gehst gleich wieder zurück. So. Da kommt noch einer. Zwei. So. Ist auch erledigt. Ich guck mal nochmal schnell hier oben nach. Nicht, dass wir hier irgendwo schon was übersehen. Ich vergiss auch mal, dass wir rennen können. Können wir ruhig öfter machen. So, hier einmal Drain bitte. Sind nämlich gerade, wir haben Schaden genommen. Irgendwann. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber es macht ja auch nichts. Hauptsache, wir verrecken hier nicht. Ah, natürlich. Oh, das war ein Alter, schöner Headshot. Okay, haben wir alles erledigt. Wunderbar. Die haben wir ja eigentlich noch ziemlich viel für die Waffe, sehe ich gerade. Hätte ich schon vorher drauf wechseln sollen. Wäre vermutlich besser gewesen, aber gut. Jetzt ist es so, jetzt kannst du es auch nicht ändern. So, da kommt man nicht lang. Ich gehe jetzt auch, ich gehe jetzt nicht drauf hin. Da unbedingt lang gehen zu wollen, denn sonst bugge ich mich gleich wieder fest und muss wieder von neu starten. Das wäre auch nicht so schön. Nicht so schön quasi. So, müssen wir hier raus, oder? Ich weiß es nicht. Der Überlebende. Vlad. Danke, netter Mann. Ich dachte, hier ist niemand hier draußen. Wer bist du? Ich bin niemand, Sir. Ich bin nur Vlad. Vlad, der Junker? Ich weiß nicht genau, was Junker ist. Someone survived the massacre. What are you doing here? 10 pieces of steel. Someone survived the massacre. Irgendwer hat das Massaker überlebt? Oder hat jemand das Massaker überlebt? Mino, ich war nicht hier, nein, ich meine, ich war in der Nähe, ich habe Schüsse gehört und Schreie. Ah, das heißt, du bist gekommen, um die Leichen zu plündern. Leben. Ich war für heute genug, guter Samariter, Zeit an mich selbst zu denken. Wer hat überlebt? Aha, hast du irgendjemanden gesehen, der überlebt hat? I was in a fort earlier, came to sell some junk to Vardis man, and then I heard gunshots. Okay, ich war vorher hier in der Festung, hab dann, der wollte hier ein bisschen Zeug verkaufen, und hat dann die Schüsse gehört. Hast du gesehen, wer hier angegriffen hat? Was? Nein, ich war hinter den Büschen. Ich war hinter den Büschen versteckt. Ich habe Schreie und Schüsse gehört. Danach nur noch Schreie. Aha, dann habe ich, er weiß nicht, wie lange er dort gelegen hat, denn er war viel zu ängstlich, sich zu bewegen. Mutanten? Who else would do something like that and do screams? Achso, okay, wer würde sonst sowas tun? Und diese Schreie, das waren keine menschlichen Schreie. Und heulen?
Damn towers always appear after mutants are gone. And as if these creatures, I don't know, did something to people change them. Okay, irgendwelche Heuler scheinen immer dann aufzutauchen, wenn die Mutanten verschwinden. Die scheinen irgendwas mit den Menschen zu machen, die irgendwie zu verändern. Right in front of me, I froze, but they weren't mutants, it was General Varde, covered in blood. He carried one of his men. Okay, dann ist, dann sind sie direkt vor ihm aufgetaucht. Es waren aber keine Mutanten, sondern General Varde, in Blut getränkt und trug einen seiner Männer. Zwei Leute haben überlebt. Richtig, Varde, the commander of the fort, and the second one. Also der zweite war ein junger Soldat. He was unconscious. Ich weiß gerade nicht genau, was das heißt. Was ist mit dem passiert? Varde ordered me to take the wounded soldier to the Sawbones. So I did. Okay, der sollte den Soldaten mitnehmen. Sollen wir fragen, wohin? Who attacked them? Ich möchte wissen, wer die angegriffen hat. Was no time for chit-chat. The kid was dying in my arms. Okay, da war keine Zeit für und Gespräche. Das Kind war am Sterben da. Wo? Achso, wo er hingegangen sein soll, der Commander. Nein, und er hat auch nicht gefragt. Vielleicht zum Red Bluff. Um die People, also um die Menschen da zu warnen. He was in such hurry that he didn't even help me carry the wounded to the doctor. Okay, er war anscheinend so in Eile, dass er nicht mal helfen konnte, den Verwundeten dort zum Doktor zu bringen. Und hat der junge Soldat überlebt? Vakodok was closest to Sivago. I left him there and came back here. I thought it's over. Good deed was done. Time to think about myself. Okay, der hat genug Gutes getan, indem er den Typen da weggebracht hatte und dachte dann so, ja, kann ich mal an mich selbst denken. Wollte ein bisschen hier was klauen. Wo kann man diesen Doktor finden? In der Nähe. Dank Gott, ich zeige es dir. Geh nordöstlich. Alles klar. Puh, find a passage to the lab. Okay, alles klar. Northeast müssen wir gehen. Ah, jetzt kommt natürlich wieder ein wunderhübscher Ladescreen. Mal gucken, wo wir gleich hier ankommen. Find way out of the sewers. Okay, bevor wir aber das machen, würde ich sagen, mache ich erstmal... Moment, mache ich erstmal die Sicherheit platt. So, und dann mache ich jetzt mal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin, tschüss und danke fürs Zuschauen.